Willkommen bei Talk Concrete, der Podcast. Mein Name ist Ulrich Lotz und bei uns ist heute Christian Glock. Er ist seit 2017 Professor für Massivbau im Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion des Fachbereichs Bauingenieurwesen der Technischen Universität Kaiserslautern und war zuvor 18 Jahre in der Praxis in der Bauwirtschaft in leitender Funktion tätig. Er hat dort unter anderem Gebäude und ihren Lebenszyklus von der Anwenderseite her gestaltet. Christian Glock ist verheiratet und hat zwei Söhne, die Brancheninsider übrigens auch von seinem Video zum Baustoffrecycling, Erbeton, Ceramco, europäisches Forschungsprojekt kennen. Lieber Herr Glock, Klimawandel und Ressourcenverbrauch sind die Herausforderungen unserer Zeit, denen sich gerade auch der Massivbau stellen muss. Schon das Wort suggeriert ja implizit, dass es dabei um große Mengen an Material geht. Mineralische Baustoffe und vor allem Zement und Beton stehen aber in der Kritik in puncto Nachhaltigkeit nicht die optimale Lösung zu bieten. Sie arbeiten daran, dass sich daran etwas ändert. Was sind die aktuellen Projekte? Ja, lieber Herr Lotz, schönen Dank, dass ich hier sein darf und mit Ihnen dieses spannende Thema diskutiere. Sie sprechen in der Tat ein spannendes Thema an. Bei Beton geht es um sehr große Mengen. Nach Wasser ist Beton schließlich die am zweithäufigsten verwandte Ressource der Menschheit. Pro Jahr könnte man mit der aktuell verwendeten Betonmenge eine 1 Meter dicke und 350 Meter hohe Wand um den Äquator bauen, und zwar jährlich. Wir haben ausgerechnet in meinem Team, die jährliche Menge an deutschem Transportbeton entspricht etwa einem Würfel von rund 350 Meter Kantenlänge. Hintergrund dieser riesigen Zahlen ist, dass ohne Beton die moderne Entwicklung der Menschen nicht möglich gewesen wäre. Ob Gebäude, Brücken oder sonstige Infrastruktur, ohne Beton geht es nicht. Nicht umsonst befasst sich übrigens die ZDF-Reihe Meilensteine der Technik mit Beton, ein sehr sehenswerter Bericht in der ZDF-Mediathek. Ja, wenn wir das vor Augen haben, kommen wir schnell zur Einschätzung, dass die Betonmenge mit der Zahl der Weltbevölkerung steigt. Das ist allerdings nicht ganz der Fall. Vielmehr korreliert die Betonmenge in etwa mit dem BIP, dem Bruttoinlandsprodukt. Die Betonmenge hängt also letztlich am Wohlstand. Denn mit Wohlstand steigt der Bedarf an Gebäude und Infrastruktur. Und natürlich haben die Menschen weltweit auch den Anspruch, in Gebäuden und Infrastruktur zu leben. Ja, nun, Sie haben es angesprochen, Herr Lotz, die Umweltwirkung von Beton. Eigentlich ist Beton ein toller und auch umweltgerechter Baustoff. Denn er besteht im Wesentlichen, das wissen wir alle, aus lokal vorkommenden Gesteinskörnungen und hat keinen schädlichen Inhaltsstoff. Außerdem ist er langlebig, also eigentlich ideal. Fast überall auf der Welt lässt sich Beton einfach herstellen in riesigen Mengen. Die Herausforderung ist eine andere. Sie ist vielmehr der große Erfolg von Beton, die schiere Menge. Wir alle kennen die Schlagzeilen, der Sand wird knapp. Das bedeutet also, die natürlichen Gesteinsressourcen werden überstrapaziert. Und eine weitere Herausforderung, auch das wissen wir jetzt vielfach aus der Presse und der öffentlichen Diskussion, ist die Klimabilanz. Bei der Herstellung von Zement entstehen nun mal prozessbedingt große Mengen an CO2. Je nach Studie wird es immer mal unterschiedlich behandelt. Zwischen 6% und 8% der CO2-Emissionen werden Zement zugeschrieben. Natürlich ist das viel. Bedenkt man aber, dass es bei Beton sich um den Grundbaustoff der Menschheit handelt, finde ich, dass es sich etwas relativiert. So zeigt der Vergleich zum Beispiel mit dem Flugverkehr. Da profitiert ein privilegierter kleiner Anteil der Menschheit und nach dem Flug bleibt kein langfristiger Nutzen. Beim Betonbau profitiert ein großer Teil der Menschheit und demgegenüber stehen langjährige, jahrzehntelange Nutzen von einmal gebauten Konstruktionen gegenüber. Platt gesagt, für das CO2-Äquivalent für einen Hin- und Rückflug nach Kanada könnte ich auch 80 Quadratmeter Stahlbetondecke bauen. Der Nutzen des Fluges ist nach der Rückkehr vorbei. Auf der Decke können Menschen jahrzehntelang wohnen. Das vielleicht, um mal einzuordnen, über was wir hier auch beim Betonbau reden. Aber dennoch, ich möchte da nicht uns aus der Verantwortung nehmen. Wir haben viel zu tun. Und wir müssen die Emissionen, die CO2-Emissionen, die graue Energie reduzieren, wie auch den Ressourcenbedarf. Und das heißt, die Zementherstellung muss optimiert werden. Wir brauchen Carbon Capture und Storage. Das heißt, die CO2-Abscheidung und Speicherung. Und ja, auch ab wann sie großmaßstäblich verfügbar ist, werden wir sehen. Und auf jeden Fall müssen wir Betonrezepturen optimieren. Wir brauchen weniger Zement pro Kubikmeter Beton und natürlich auch weniger Beton für das verwandte Bauteil.
Ich beschäftige mich natürlich mit meinem Team als konstruktiver Ingenieur vor allem mit dem Einsatz des Betons für die Bauteile. Und was bedeutet das konkret? Ja, das Wichtigste ist, den Bestand zu erhalten aus Beton, das heißt zu sanieren, umzubauen. Alles, was ich nicht abreiße, nutzt die Langlebigkeit des Baustoffes. Sie sprachen vorher Ceramco an. Das diente der Wiederverwendung von Material, natürlich dem Rezyklieren der Gesteinskörnung, aber auch dem Wiederverwenden ganzer Bauteile. Man kann Spannbeton-Hohldielen beispielsweise wiederverwenden oder andere Bauteile. Und vor allem bedeutet das die Reduktion der Betonmenge in Neubauten durch effiziente Nutzung und optimierte kreislaufgerechte Bauteile. Mhm. Und das ist das, mit diesen Themen, auch der Digitalisierung und Automatisierung, beschäftigen wir uns in meinem Team. So habe ich letztes Jahr, Sie sprachen es an, das internationale EU-Forschungsforum zur Kreislaufwirtschaft im Betonfertigteil erfolgreich abgeschlossen in einem internationalen Team. Ja, außerdem beschäftigen wir uns schon seit langem mit dem Bestandserhalt und allem, was dazugehört, auch in europäischen Gremien. Und wie bereits gesagt, der Neubau ist auch wichtig. Beton wollen wir hier effizienter einsetzen. Da in Decken die Hauptbetonmenge steckt, kümmern wir uns in den letzten Jahren vor allem auch um die Optimierung von Deckensystemen. Ressourcenschonend, CO2 reduzieren und kreislaufgerecht. Bei all den Themen gilt, es ist schon heute mehr möglich, als in der Praxis ankommt. Ja, die Frage ist ja, wie bekommen wir diese tollen Vorhaben und Erkenntnisse in den Markt? Was können wir aus der Branche heraus unternehmen, damit das alles schneller geht, als wir es heute mit Innovationen oft erleben müssen? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir und wie kriegen wir wortwörtlich die PS auf die Straße? Ja, eine wichtige Frage. Wir forschen und die PS muss auf die Straße kommen und das müssen wir schaffen. Und das ist also, Sie haben die entscheidende Frage gestellt. Wir hören oft den Satz im Zusammenhang mit der Klimakrise, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und da zielt es ja vielleicht auch ein bisschen ab, was Sie sagten. Ja. Und im Endeffekt wissen wir, was zu tun wäre. Es ändert sich nichts. Im Endeffekt steigt Ressourcenverbrauch und CO2-Bedarf. Also die Frage ist, warum kommt im Markt nichts an? Und das beschäftigt mich auch, selbst wenn ich mich konstruktiv mit den Materialien beschäftige. Und ich glaube, wir diskutieren hier zwar seit Jahren, aber sehr, sehr viel im Detail. Und am Ende kommt man zum Ergebnis, es liegt an den Anreizstrukturen. Ressourcenverbrauch und CO2 richten Schaden an, aber sie finden in der Marktwirtschaft keine echte Berücksichtigung. Und letztlich wird der Schaden quasi auf alle verteilt, ohne Verursacher in Haftung zu nehmen. Und damit haben wir halt die Marktwirtschaft da ein bisschen ausgehebelt, denn Chance und Risiko gehört immer zusammen. Das erklärt den Status quo. Und ja, es ist nicht einfach, trifft auch nicht auf alle zu, aber bestimmt, wenn man es überspitzen möchte, könnte man sagen, der heutige Baumarkt funktioniert eher nach Quantität als nach Qualität, obwohl wir gute Qualität bauen. Bei alten Bauwerken, die heute noch funktionieren, haben wir materialsparend gearbeitet, ob bei Stahl oder Beton, und beim Baustoff gezielt eingesetzt. In den letzten Jahrzehnten waren die Rohstoffpreise gering, das heißt, man hat im Endeffekt verschwenderischer Material eingesetzt, um Schalungsaufwand zu reduzieren. Man hat früher Rippendecken gebaut, heute macht man das nicht mehr. Das heißt, wir brauchen heute mehr Beton, um den gleichen Zweck zu erfüllen. Das kann man auch auf ein Vorhaltemaß beziehen. Wir verlegen die Bewährung nicht so exakt, also haben wir dann Vorhaltemaße. Dazu kommen auch Ansprüche, die gestiegen sind, zum Beispiel den Schallschutz. Auch der Schallschutz führt zu Beton mehr Mengen. All dieses ist bekannt. Wir beide wissen das und viele in der Branche wissen das. Und die Branche kann so viel besser machen, wenn man sie ließe. Ich bin überzeugt davon, dass nicht nur in der Forschung, auch in der Praxis viel Know-how da ist, was gerne sich einbringen würde. Die Innovation muss nur belohnt werden und dann kann vieles besser werden. Entscheidend sind aus meiner Sicht die Spielregeln. Im Moment passen die Spielregeln nicht ganz so. Das heißt, wir brauchen, ich denke immer, wie so ein Update des Betriebssystems Bau. Und das brauchen bestimmt auch andere Wirtschafts- und Lebensbereiche. Die Mobilität braucht das vielleicht auch, aber das ist nicht unser Thema. Und so als Gedankenmodell könnte man sich vorstellen, wie würde Neubau aussehen, wenn ich sage, das Baurecht ist nicht das Entscheidende, sondern die verwandte Ressource und CO2-Menge. Ich glaube, wir hätten eine super flächeneffiziente Architektur. Wir hätten eine funktional optimierte Betonstruktur und vielleicht auch hybride Materialkombinationen. Und alles wäre kreislaufgerecht. Ja, so wie Lego auf- und auseinanderbaubar. Und ja, das ist eigentlich der Punkt. Und aus den vielen Jahren in der Bauindustrie weiß ich, Know-how und Wille der Branche ist da. Die Strukturen passen nicht, ob das die Planung nach HOAI oder Bauprojekte in Einzelvergaben oder was auch immer ist. Es lohnt, Masse zu bauen.
Und unsere Branche ist längst bereit für das Honorieren von Qualität und Innovation. Wir brauchen Anreize, wobei man hier auch vorsichtig sein muss. Wir sind sehr stark reguliert. Ich will nicht für mehr Regeln werben, sondern für einfache und richtige Regeln, klare, wenige Regeln, meinetwegen eine CO2-Bepreisung. Und dann wird die Innovation und der Markt das schon richten. Und ja, ich glaube, es gibt viele Innovationen, die die Randbedingung am Markt verhindert hat. Und wenn wir die Randbedingung ändern und Innovationen fördern, dann kann der Innovationsturbo starten und hoffentlich können wir dabei nennenswert unterstützen. Hinter all diesen Vorhaben stecken Menschen, die Sie aus Überzeugung vorantreiben. Was bewegt Sie, Herr Glock, als Mensch persönlich, Ihre Arbeit auch in das gesellschaftliche Interesse zu bringen? Ja, Sie haben recht, das ist ein wichtiger Punkt, die Motivation. Mich motiviert, wir alle haben echt ein Privileg, in einer freien, wirtschaftlich guten Situation zu leben, mit einer tollen Infrastruktur. Trotz aller Kritik, auch die Bauinfrastruktur ist gut. Und das hat aber eine Negativfolge im Endeffekt über die Umwelteinwirkung. Und wenn man das alles zusammennimmt, müssen wir doch die Folgen dieses Tuns denjenigen reduzieren, die dafür oftmals nichts können. Und deshalb empfinde ich es als ja fast schon Verpflichtung, auch mal ein Privileg der Bildung dazu zu nutzen, hier was zu verbessern. Und ja, Sie hatten vorher meine Kinder angesprochen. Ja, meine zwei Jungs sind 14 und 11 Jahre alt. Und auch die fragen mich, ja, die hören Fernseh und Radio und YouTube. Und was für Herausforderungen gibt es? Wie gehen wir mit denen um? Und die fragen mich natürlich, was ich tue. Und ich möchte nicht nur den beiden eine gute Antwort geben, sondern auch allen anderen Mädchen und Jungen auf der Welt. Und das beschäftigt mich wirklich. Und derzeit mangelt es nicht an Wissen, Absichtserklärung oder Ziele. Es hapert, wir hatten es vorher gesagt, an der Umsetzung. Als Professor habe ich sicher auch mehr Freiheiten als andere. Und ich sehe darin dann wirklich ja, die Motivation und Pflicht, zu der Lösung der Herausforderung beizutragen. Und deshalb richte ich meine Forschung auch auf Zukunftslösungen, die vor allem in der Praxis ankommen und umgesetzt werden. Ich möchte nicht nur in der Theorie bleiben und deshalb setze ich mich viel in Gremien ein, um das auch umzusetzen. Und ja, neben dem rein fachlichen, auch das sind Fragen der Kinder, gehört auch das persönliche Umfeld. Wie lebe ich? Kann ich Energie sparen? Welches Auto fahre ich? Es habe ich Fleischkonsum? Und die kritischste Frage auch für uns Forscher, die individuelle CO2-Bilanz. Ja, am Ende auch die Frage, wie viele Flüge braucht es? Durch Corona haben wir gelernt, es geht mehr online, als man denkt. Wir haben im Team internationale Forschungsprojekte mit Partnern aus über 10 Ländern online koordiniert und umgesetzt, ohne Flugkilometer. Klar, ich fand das schade ohne persönlichen Kontakt. Den braucht's, aber wahrscheinlich macht wie bei vielem die Dosis den Unterschied. Vielleicht muss man nicht wegen jedem kleinen Meeting um die halbe Welt fliegen oder ganz sicher nicht. Und ja, das ist so dann das Persönliche, was einen betrifft. Ja. Das haben wir ja alle gelernt, diese Online-Meetings. Und trotzdem kommen wir zurück zu unserem Baustoff. Die Frage ist, wie werden wir in 20 Jahren bauen und wie sieht dann der Beton aus? Ja, lieber Herr Lotz, Sie stellen wirklich spannende Fragen, auch lange Fragen. Wenn ich das wüsste, in 20 Jahren haben wir 2042. Dann bin ich 67 und scheide, wenn sich nichts ändert, gerade aus dem Berufsleben. Meine Kinder sind 34 und 31 und vielleicht bin ich Opa. Das zu mir. Aber was passiert? Ja, nach aktueller Planung ist Deutschland fast klimaneutral. Nämlich das haben wir 2045 versprochen. Und daraus wage ich die Prognose, bauen wird und komplett anders sein. Nicht komplett, aber sehr anders. Und ja, was könnte es im Detail sein? Ich glaube, Planung und auch Bauausführungen werden digitaler und automatisierter sein. Da führt kein Weg vorbei und hoffentlich werden digitale Zwillinge durchoptimiert, bevor sie gebaut werden. Der Bestandserhalt wird eine viel größere Bedeutung haben, ebenso die Wiederverwertung von Bauteilen und Baustoffen. Für den Neubau werden wir, glaube ich, höhere Systematisierung und Modularisierung sehen. Serieneffekte können genutzt werden, mehr Serie und weniger Individualität. Ich glaube, Einsatz von Fertigteilen aus Holz auch, aber vor allem Beton und anderen Baustoffen wird höher sein, Hybride und Nicht-Hybride. Es wird wahrscheinlich vor Ort eher montiert als gefertigt. Alte Betonstrukturen, die jahrzehntelang beliebt waren, wie Rippendecke oder Gewölbe, werden eine Renaissance erleben, weil sie einfach gut sind. Die Anreizstrukturen werden andere sein, sprich Treibhauspotenzial und Ressource wird seinen Preis haben und damit ein knappes Gut sein. Es lohnt sich nachzudenken, darüber das zu sparen, auch monetär.
Und hoffentlich steht das Gesamtwerk im Vordergrund statt das kleinteilige Vorgehen. Und zu guter Letzt, ich bin mir sicher, das sehe ich an der Uni, der Fachkräftemangel wird uns dazu gezwungen haben, effizienter alles zu machen, zu planen und zu bauen. Und ja, Sie fragten auch nach dem Beton, bei allen Vorteilen vom Baustoff Holz, der ja sehr vogue ist. Ich bin mir sehr sicher, Beton wird auch immer noch der Baustoff der Menschheit sein. Er wird CO2-arm oder hoffentlich neutral sein. Er wird verstärkt auf Holz treffen oder mit anderen Baustoffen kombiniert werden. Wir werden Beton effizienter und hochwertiger einsetzen. Die Rezepturen werden besser. CO2-Emissionen werden abgeschieden und gelagert. Und das ist mal eine These. Ob die eintrifft, weiß ich nicht. Das ist eine schöne optimistische Prognose zum Schluss. Lieber Herr Glock, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Lieber Notz, herzlichen Dank.